Ich habe Ihnen als letzten Titel heute dieses wunderschöne Buch mitgebracht, Pflanzen aus dem Gerstenberg Verlag. Und ich gebe es gerne zu, ich habe so ein Faible für Pflanzen und ich finde, dass die völlig übersehen sind. Also wir befassen uns gerne mit allem Möglichen, mit spektakulären Tieren oder so, aber die Pflanzen sind überall um uns rum und wir nehmen die immer ziemlich als gegeben hin irgendwie. Als gegebener jedenfalls als viele andere Dinge. Und dieses Buch hier ist in einer Reihe erschienen, die Sie vielleicht schon kennen. Also es gibt da spektakuläre Vorgänger schon in der Reihe. Das war dieser große Anatomieband bei Gerstenberg erschienen auch. Und dieser Titel Ein neues Leben entsteht, Ozeane gab es oder Wolken, Luft und Sterne. Und auch hier hat diese Hélène Druvert, das ist eine Französin, die hat diese 1A-Illustrationen gemacht und die Juliette Einhorn hat den Text geschrieben. Und es gibt kleine, schöne Feinheiten zu sehen hier, aber es geht auch gleich so richtig los, wie das bei Gerstenberg so ist mit diesen großen Bänden. Der Band hat drei Besonderheiten oder drei Arten, wie er hier besonders ist, in der, wie er aufgemacht ist. Das ist einmal, dass Sie diese Ausklappseiten haben. Und schon hierbei ist klar, wenn Sie hier den Informationsteil haben und Sie stellen sich vor, Sie hätten das jetzt hier, was auf diesen beiden Seiten ist, versucht auf eine Seite zu bringen, das wäre es nicht gewesen. Es ist wirklich wunderschön gemacht und es profitiert unglaublich davon, dass es so viel Platz hat. Das zweite Mittel der Illustration sind dann diese spektakulären Scherenschnitte, die man eben auch aus den anderen Bänden kannte oder kennt, die wirklich ganz, ganz toll sind. Und auch hier die Sachinformationen. Und hier, wenn Sie zum Beispiel schauen, was ich auch so schön finde, diese Illustrationen wirklich ganz künstlerisch, diese Pilze, die durch die Farbwahl ja fast 3D sind. Ja? Die stechen so hervor. Das ist wirklich ganz toll gemacht. Der nächste Punkt wäre noch, das finde ich auch sofort, das ist, dass hier mit Klappen gearbeitet wird. Dass es also sowas zum Beispiel hat, dass hier unter einer Klappe verborgen sich noch Informationen oder eben auch noch Illustrationen befindet. Also das sind diese drei Mittel und wie gesagt, diese Scherenschnitte, die so hergestellt sind, dass sie in der Produktion des Buches, dann ist das ein Lasercut, das ist wirklich spektakulär und auch sehr, sehr aufwendig, aber es macht eben auch wirklich eine Menge her. Um Ihnen mal einen kleinen Überblick über den Inhalt zu geben, einfach nur mal die Kapitel, da haben wir also hier bei den Pflanzen die Entstehung der Pflanzenwelt natürlich ein wenig erklärt, die Fortpflanzung von Blütenpflanzen, Photosynthese. Es gibt solche Kapitel wie, fand ich total klasse, nochmal die sozialen Netzwerke des Waldes, also die Bäume, die sich mit den Pilzen in ein soziales Netzwerk begeben haben, Recycling von Pflanzen, die Speisekammer oder, was auch ganz toll, Kinder finden das total interessant, die Wüste. Kampf ums Wasser heißt der Untertitel da. Fleischfressende Pflanzen dürfen natürlich nicht fehlen. Der tropische Regenwald und ganz am Ende hat es ein Kapitel, das gestörte Gleichgewicht. Also was, wo auch erklärt wird, was da ins Arge geraten ist. Das hat natürlich auch, diese Buchreihe hat wirklich schon Preise gewonnen. Das ist gar keine Frage. Das passiert auch immer wieder. Ich weiß jetzt nicht genau, was dieses Buch schon hatte. Aber hier noch einmal, eben wenn Sie sich diese Bilder so anschauen, dass also der Igel hier im Blätterhaufen schläft, das ist wirklich ganz großartig gemacht. Ich suche aber eigentlich, der Vorführeffekt. Ich suche dieses Blatt, suche ich. Genau, das fand ich halt auch so toll. Das ist eben auch was, da sind natürlich einerseits Dinge wie diese fleischfressenden Pflanzen, die wir nicht haben. Aber hier haben wir was, also vielleicht sind Sie ja auch begeisterte Bärlauchsammlerin und immer froh, wenn Sie es überleben. Sie wissen schon das Maiglöckchen, was da auch stehen könnte. Und hier haben wir dann eben auch Heilmittel oder Gift und haben dann hier alles aufgezählt, dass es in die eine oder in die andere Kategorie könnte. Das heißt also, dass Sie, wenn Sie jetzt Kind sind, Sie haben einerseits Dinge, auch die Speisekammer, zu denen Sie total nicht eine Beziehung haben, die für Sie wirklich greifbar sind und selbstverständlich sind. Aber Sie haben halt natürlich auch diese spektakulären Sachen hier, wie die fleischfressenden Pflanzen. Also eine große, große Empfehlung für alle Buchenthusiasten und auch für alle, die sich für Pflanzen begeistern. Diese Reihe finde ich immer toll für Kinder natürlich. Wir haben es extra in diesen Abend auch genommen, weil wir auch genau wissen, dass Kunden kommen und es auch schon mit ihren Kindern ab 8 zusammen angucken. Man muss natürlich aufpassen mit den Scherenschnitten, aber
wenn man das gemeinsam macht, kann man das unbedingt machen. Es ist aber eben auch ein ganz tolles Geschenk für Menschen, die vom Fach sind. Da haben sie dann diese Überleitung nämlich in die Buchkunst. Ja, was macht ein solcher Gerstenberg Verlag für ein Kinderbuch daraus? Das finde ich auch total spannend. Und es ist natürlich toll auch für den Hobbygärtner. So. Und in Frankfurt, möchte ich erzählen, immer wenn das bei mir Schülerinnen, also alles Nachwuchsbuchhändler, Buchhändlerinnen, wenn die das hochhalten und zeigen, dann geht immer so ein Raunen durch den ganzen, so, also muss man einen Soundfall machen. Und in dem Kurs sagt eine, das ist das geilste Buch, das ich je gesehen habe. Das war so viel zu emotional. Die sind Anfang 20. Genau. Also. And on this happy note, erzählen wir die.